In den USA gibt es jetzt mehr als 130.000 Tote in Verbindung mit Covid-19. Reisende aus 15 besonders betroffenen US-Staaten müssen nach ihrer Ankunft in Chicago 14 Tage in Quarantäne. Sonst drohen Geldstrafen. Der Chef der Gesundheitsbehörde erklärte, man stecke noch tief in der ersten Welle der Pandemie und diese sei nicht unter Kontrolle. Auch dadurch, dass der US-Präsident zum Nationalfeiertag ohne Maske vor tausenden Menschen auftrat, wird mit weiteren Ansteckungen gerechnet. Auf Twitter fordert Trump die Öffnung aller Schulen im September. Schauspieler Tom Hanks erklärt, er habe keinen Respekt für jemanden, der keine Maske tragen könne. In Brasilien, dem nach den USA am schlimmsten vom Coronavirus betroffenen Land, wird weiter gelockert. In Sao Paulo sind Restaurants wieder geöffnet. Solange wir die Sicherheitsmaßnahmen einhalten, ist es okay. Aber es sind nicht viele Leute hier. Wenn es voll wäre, würde ich mich wahrscheinlich nicht wohlfühlen. In Griechenland gibt es einige neue Ansteckungen. Die meisten davon sind Touristen. Gleichzeitig hat Athen die Reisebeschränkungen für Serbien verschärft. An der Grenze zu Bulgarien bildeten sich daraufhin lange Schlangen. Im spanischen Galizien sollen trotz eines lokalen Lockdown die Regionalwahlen am kommenden Sonntag stattfinden. Und auch in dem abgeriegelten Hotspot dürfen Bars und Restaurants geöffnet bleiben.